ich bin Schaui, willkommen zurück zu einem neuen Horror-Gamechen oder Game. Das Spiel heißt Beside Myself. Ist ein russisches Horror-Game und ihr kennt wahrscheinlich die Games von Emika Games. Das hier ist allerdings nicht von Emika Games, sondern von Ask Games. Allerdings nutzen die beide mal wieder die Unreal Engine, das Unreal Engine 4 Horror Pack. Und ich glaube, dass die auch irgendwie zusammenhängen. Ich weiß nicht wie, aber die promoten sich auf jeden Fall auch gegenseitig auf Twitter. Ist ganz interessant. Deswegen vermute ich mal, bekommen wir hier ein ähnliches Spiel wie Ask Games, wie Mika Games. Mein Gott. Spiele wie zum Beispiel Find Yourself. Das heißt jetzt auch Beside Myself. Es ist. Als letztes haben wir gespielt. Was haben wir denn als letztes gespielt von denen? Locked Up haben wir auf jeden Fall gespielt. Genau, Summer of 58. Also inwiefern das jetzt zusammenhängt oder inwiefern das jetzt sich ähnelt, keine Ahnung. Wir haben nur eine Chance, das rauszufinden. Wir sagen New Game und los geht's. Mit gut Englisch. Oh. So hell, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, Chuck ist da. Eine Tür. Die ist zu. Ja, gut. Okay. Schon wieder ein Termin beim Zahnarzt. Meine Fresse. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Warte mal, können wir da... Linke... Was ist das? Linke Maustaste, um was zu nehmen. Okay, Papier. Michael. ich bin auf einem auf Geschäftsreise. Ich bin später, ich bin wieder zurück. Ich bin, nochmal. Michael, ich bin auf Geschäftsreise. Ich bin morgen zurück. Check mal deine E-Mails. Sofern ich das verstanden habe, ist da etwas sehr Interessantes und Wichtiges. Okay. Ich schätze mal, wir haben auch, ja, das Inventar mit dem Diary. Es ist halt wieder das Horrorpack. Damit beschäftige ich mich ja auch gerade. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Wow, wir können sogar so ranzoomen. Guck dir das an. Und versuche auch mit dieser Engine mal ein Horrorgame zu machen. Ich habe nämlich so ein paar Ideen, aber ich bin nicht fähig. Ich bin zwar Entwickler, also Programmierer, aber ich habe noch nie ein Spiel programmiert. Und da ich jetzt so viele Spiele von diesen Leuten hier oder mit dieser Engine gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ja, versuch's es auch mal. Gut. Wir nehmen mal den Autoschlüssel. Ich weiß zwar nicht, was wir damit sollen. Ich hätte gerne diese Weltkugel. Aus poliertem Stahl. Wie meine Eier. Nein, das hat er nicht gesagt. War ein Witz. Okay, was? Reinzoomen können wir auch. Das ABC von Maschinen. Okay, wir sind vielleicht Ingenieur oder so. Oh, zwei Chucks sogar. Ja. Ist der eine nicht so alleine? Was war das? Es sind wirklich meine Schritte. Okay. Noch ein Eckenchuck. Das ist mal ein großer. Das ist mal ein großer Plotter. Schön. Schön, schön. Da steht noch so ein. Das ist das andere Ei. Da haben wir wieder alle beisammen hier. So, okay. Noch ein Schack. Schön. Sehr, sehr generisch alles eingerichtet. Was war das? Da liegt ein Schlüssel. Office Key. Okay. Schlüssel zum Office. Ist das? Oh. Feuerzeug. Sehr schön. Das altbekannte Feuerzeug. Wir kennen es aus den anderen Spielen. Dann haben wir auch hier wieder, ja genau, unten links. Ich verdecke es gerade. Moment. Die Hotkeys gehen nicht. Alles klar. Warte mal, geht der? Ja, okay, der geht noch. Unten links sehen wir die Feuerzeuganzeige. Jetzt geht das nicht mehr zurück hier. Doch. Oh, okay. Alles klar. Nein, continue. Hallo? Lost in Shortcuts hier. Okay, wir bleiben dabei. Okay, was ist denn hier? Kamera. Kameroid. Ist eine Art von Kamera, die einen selbst entwickelten Film benutzt, um einen chemisch entwickelten Druck kurz zu generieren, kurz nachdem man das Bild gemacht hat. Polaroid. Kameroid. Ja, geil. Polaroid ist ja eine geschützte Marke. Ne? Mittlerweile stellen die auch keine Kameras mehr her. Ich habe eine Sonnenbrille von Polaroid. Ja. Aber was anderes hat man hier nicht. So, okay, E-Mail checken. 20.03 Uhr. Ist nicht ganz die echte Uhrzeit. Hätte aber fast hingehauen. Was, sind wir ein E-Mail-Ausdrucker oder was? Tatsächlich, leck mich am Arsch. Okay, hallo Michael.
Du kennst mich immer noch nicht. Ich will nicht ins Detail gehen und erklären, wer ich bin. Ich will dir über einen Ort erzählen, wo vor einer Zeit, in der Zeit kurz nach dem Krieg, neue Drogen getestet wurden oder neue Medikamente. Alle Informationen über diesen Ort sind immer noch, ja, geheim. Aber es gibt Hinweise, dass irgendwas Schreckliches dort passiert ist. Du musst dorthin gehen und die Koordinaten sind 56 bla 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 und 60 bla bla bla. Finde heraus, was dort passiert ist. Das ist großartiges Material, um einen Sensationsreport zu schreiben. Viel Glück. Okay, also sind wir Reporter? Können wir sonst noch was mitnehmen? Haben wir eine Aufgabe? Gut, dass wir den Zettel mitgenommen haben. Okay, was liegt da noch? Eine Taschenuhr oder so? Können wir was aufmachen? C ist wahrscheinlich Kamera. Ah ja. 5 Fotos. Okay, ich sollte die Fotos nicht verschwenden. Du musst die wichtigsten Dinge aufsammeln und dann losgehen. Was sind denn die wichtigsten Dinge? Da. Kamera. Oh, okay. Die Kamera wird benutzt oder wird gebraucht, um Aufnahmen zu machen, um Beweise zu sichern, wenn der Bericht veröffentlicht wird. Okay, haben wir sonst noch was? Versuchen wir einfach mal rauszugehen jetzt. Ich glaube mit dem Schlüssel hier. Switch, Zoom, Slide, Tab, Close. Wie benutze ich den jetzt? Oh, Rechtsklick. Vielleicht rechtsklick auf dem Schlüsselloch oder so. Okay, irgendwas fehlt noch. Wahrscheinlich fehlt noch irgendwas. Ich muss den Drucker mitnehmen. Warte mal, was haben wir hier Schönes? Hier vielleicht noch irgendwas? Noch eine Kamera. Okay. Jetzt ist alles möglich, um loszugehen. Ich werde losgehen. Was ist da? Wir gehen mal los. Ah. Okay. Wir haben es geschafft, unsere 7 Sachen zu packen. Kann man auch Öl vertragen. Oh. Flackernde Lichter. Das ist ja gar nicht gut. Der Rucksack ist zu schwer. Ich werde nur das Nötigste mitnehmen. Wo ist der Rucksack? Da. Okay, nur das Nötigste. Kamera. C, um die Kamera zu benutzen. Okay. Ich will aber auch mein... Okay, die Kamera. Feuerzeug. Okay. Okay, so ist besser. Flackert sich mehr so. Noch eine Kamera. Haben wir sonst noch was vergessen? Toller Ort hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen hier. Drücke Space, um zu springen. Nein, sowas. Wir können springen. Ich bin ja gar nicht gewohnt hier. Warum sind die Klötze hier? Control, um dich hinzusetzen. Oder hinzuhocken. Okay. Brauche ich dafür auch Leiterflüssigkeit? Guck mal, wie schön... Das hörte sich an wie Steine, die sich bewegt haben. Haben sich die da hinten bewegt? Wer spielt denn hier mit großen Legos?
Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Okay. Ich fand's gerade so lustig, dass die Tür gespiegelt ist. Also die linke Türseite ist genau das Gegenteil. Ja, wisst schon, was gespiegelt ist. Okay. Finde den Hebel, Fahrstuhl, ne? Fahrstuhl zu rufen. Klar, ich steige auch in den Fahrstuhl in so einem Ort. Das ist mega. Hebel finden. Wahrscheinlich ist er irgendwo hier bei diesen. Ach, guck mal hier. Sag ich doch. Irgendwo hier bei diesen Steinen. Das Spiel ist quasi selbsterklärend. Drücke Tab, um einen Gegenstand in deinem Inventar zu sehen. Ja, alles klar. Hier tolle Kameras, ne? Alles klar. Wer kennt das nicht? Was ist da hinten? Wer kennt es übrigens nicht, dass man einen Fahrstuhl mit einem Hebel ruft? Mach ich immer so. Muss ich hier hin? Ich will hier raus. Sieht so aus, als ob wir Sicherung finden müssen. Hier. Finde hier Sicherungen. Okay. Wo könnten diese rumliegen? Das Spiel ist ja mega kreativ. Vielleicht das da? Nee, das ist nur eine Schraube. Oh. Nein! Eine Sicherung. Okay, sind die immer. Reicht das? Reicht eine Sicherung? Okay, wir brauchen drei. Wäre auch langweilig, wenn es das jetzt gewesen wäre. Zumindest wissen wir jetzt, wie die aussehen. Vielleicht noch hier irgendwo zwischen. Oder auch in Kisten. Oh, noch eine. Guck mal. In speziellen Sicherungskästen aufbewahrt. Zumindest haben wir jetzt zwei. Und die Musik ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Und noch eine. Okay, immer wenn irgendwo laute Geräusche sind, dann ist da der Next Step. Ist auf jeden Fall sehr dunkel hier. So, hau rein die Scheiße, komm hier. Okay, ja. Oh, wir brauchen. Okay. Warte mal, ich habe da noch ein Kabel gesehen. In dieser Kiste war noch sowas wie ein Kabel. Wie praktisch. Wie es vor mir her schwebt. Ist auch total sicher jetzt hier. Das wird schon funktionieren. Was soll schon schief gehen, ne? Oh, wir haben Achievement. Ich habe es leider so schnell nicht gesehen. So. Der Steinhaufen hat mich jetzt aber wirklich genug erschreckt hier.
Der Fahrstuhl da. Halleluja. Okay. Mental Clinic oder Block A? Können wir ihn irgendwie rufen? Jetzt sag nicht, ich muss da runterspringen. Ja. Hui! Okay. Safe Game. Ach, da ist auch so eine. Ah, okay. Alles klar. Da war auch. Wäre auch eine Leiter gewesen. Aber ist ja langweilig mit Leiter. Wie dunkel soll das Spiel sein? Ja. Oh, können wir hier. Ein Brief. Die Erscheinung des Kreuzes bedeutet ein Ort, das ein Geheimnis in sich trägt und was fotografiert werden muss. Okay. Ein Kreuz. Die Erscheinung eines Kreuzes. Okay, aber scheinbar kann ich nicht fotografieren. Hier ist ein Hebel. Wofür? Scheinbar kann ich nicht fotografieren und leuchten gleichzeitig. Okay, ich guck einfach mal. Oh. Noch eine Sicherung. Spiel, wie viele Sicherungen soll ich einbauen? Entwickler, ja. Ich liebe einfach diese Witze. So, aus welchem Schrank springt mir gleich einer entgegen? Aus welchem Schrank springt mir gleich einer entgegen? Aus dem hier? Oh. Oh, Leiterfluid. Tatsächlich, sie geht runter. Nur sehr langsam, weil sie geht runter. Okay, wo muss ich die Sicherung reinpacken? Üblicherweise in einen Sicherungskasten, ne? Tür ist zu. Gehen wir halt duschen. Oh! Er erschrak sich vor einem Wasserhahn. Okay. Oh, warte. Hier liegt noch mehr. Kann ich... Was? Alle, die ausgewählt wurden und von feindlichen Soldaten verwundet wurden, wurden ins Krankenhaus gebracht für die psychiatrische Behandlung, Compulsory Treatment, keine Ahnung, psychiatrische Compulsory Behandlung, keine Ahnung. Okay, irgendwas mit Psychotropike, tropische Drogen werden bei 1000 Patienten eingeleitet. Von unterschiedlichem Geschlecht, Alter und Level der mentalen Störung. Ich möchte, dass du diese Tests vollendest bis zum Ende des Jahres 1998. Ja, ja, viel Zeit hier, ne? Okay, wir haben ein Foto. Fotoalbum. Kann ich da auch ranzoomen? Switch, Zoom. Zoom Slide. Ah ja, ein Kind. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Noch ein Foto. Okay. Die Droge, die quasi zur Behandlung verwendet wurde. Vaccine-Virus, ja. Okay.
Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Sicherung reinsch... Da liegt was Blaues. Okay. Mensch, das hat aber gedauert, bis das Wasser durchlief, wa? Was? Warum ist jetzt so dunkel? Kann ich das mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. War auch gerade einiges heller, oder? Oh, da war was drin. Oh, okay. Cameroid Paper Pack. Alles klar. Für mehr Fotos. Vielleicht müssen wir doch was fotografieren. Ein Kreuz muss fotografiert werden. Wo ein Kreuz erscheint. Ich möchte diese Lampe anmachen. Ich dachte, das wäre ein Sicherungskasten. Ich sehe kein Kreuz. Da liegt ein Schlüssel. Schlüssel zur Tür, zu den Treppen auf die zweite Ebene. Okay, alles klar. Warum? Weil der Knopf, der war nicht da. Der scheiß Knopf war gerade nicht da. Ist hier eine scheiß Klopapierhalterung oder was? Okay. Ah, was für ein Scheiß, ey. Okay, ganz genau hingucken. Die Objekte verschmelzen manchmal mit dem Hintergrund. Sind wir hier nicht rausgekommen? Das hier wäre der Ausgang gewesen. Okay. Ja, jetzt haben wir die Sicherung angemacht, ja. Oh, ein Kreuz. Ja, und jetzt? Take. Jetzt ist... Ein Foto. Für meine Erinnerung. Oh oh. Ahem.
Help. Jetzt das Kreuz weg. Also jetzt mal ehrlich, das ist doch einiges zu dunkel, oder? Continue. So ist besser. Kann man das denn? Oh Gott, Gott, Gott! Wie kann man das denn so extrem dunkel machen? Okay. Oh, hier. Schönes Öl. Auf zu poltern. Kreuz. Doch nicht. Sie war nur im Augenwinkel so. Ah ja. Nichts, nichts und wieder nichts. Pillen. Hier. Die nehme ich mit. Dr. Richards Eintrag. Heute brachten sie Frauen und Kinder. Sie haben ja eine psychische Störung. Halluzinationen, die von der Realität losgelöst sind. Sie zwingen mich, extreme Maßnahmen einzuleiten und eine neue Behandlungsmethode anzuwenden. Mit Drogen oder Medikamenten, die weiter ihr Zustand verschlechtern werden. Es sind neue Medikamente, die noch nicht in den klinischen Tests bestanden haben. Und nur Gott weiß, wer danach überleben wird. Ist ja eine tiefe Story. Eine tiefe Story ist das hier. Knife Switch Handle. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das hingehört. Ich habe immer noch den Schlüssel für die obersten Stockwerke. Habe ich doch? Ist hier gerade irgendwas runtergefallen? Dieser Hammer ist, glaube ich, runtergefallen. Ist hier Hammer, Hammer, hart. Okay. Wo ist die Tür hin? Gibt das Bild einen Hinweis auf irgendwas? Ich pack das mal weg. Ist ja ganz ulkig. Kostet übrigens 6 Euro das Spiel. Das jetzt das wert ist, das könnt ihr euch dann überlegen. Oder ihr guckt einfach hier weiter. Okay, what muss ich tun?
unteren kann ich auch noch öffnen. Ach, guck mal hier. Mehr Polaroid. Okay. Kein Schlüssel in Schrankfarbe. Blutproben. Oh, auch hier, da ist das Kreuz. Oh. Ich muss das Papier benutzen. Sieht so aus, dass du die Bilder in die richtige Reihenfolge ausrichten musst. Was? Bilder in der richtigen Reihenfolge. Wie soll ich denn das machen? Diese Bilder? Ah. Aber wohin? Dahin? Ah ja. Okay. Ah, verstehe. Wir müssen sie quasi immer da, wo ein, jetzt kann ich das aber nicht nehmen. Immer da, wo ein Kreuz war, müssen wir ein Bild hinhängen. Ich glaube, das da. Okay, und das nächste. Wir müssen mal so lange schütteln, bis unten rechts das Take aufleuchtet. Ich weiß nicht, welches wir dahin hängen sollten. Das da. Nein. Das da. Und da haben wir noch eins. Okay. Das wäre dann das da. Ja, ist wieder einer hingefallen, ne? Draußen Pflaster. Oh, eine Tür. Hat sich gerade was in dem Diary... Ja, die Sounds sind gruselig. Okay, ich lasse schon. Hinter, oder? Sagst du immer, help me? Du bist ja schon der Junge hier auf dem, ne, den wir hier auf dem Foto hatten. Okay. Das war creepy. Nice. Der war gut.
Wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Okay, okay. Oh, ein Brief. Den habe ich nicht gesehen. Wir wissen, was du brauchst, Michael oder Michael. Mehr Polaroids. Mehr Zeug. Kann eigentlich mal auffüllen hier, ne? Zack, zack. Nein, ich will. Das da will ich. Use. Kann ich nicht benutzen. Warum nicht? Schade. Oh, hier. Hier ist wieder ein Kreuz. Und eine Tür. Erscheint auf magische Art und Weise. Also sie ist natürlich zu. Wir haben noch den Schlüssel, oder? Nicht den Schlüssel. Warum haben wir den Schlüssel? Oh. Platzende Glühbirnen. Jawohl. Alles klar. Der war fies. Der war so richtig. So richtig, richtig fies. Oh, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Hier geht's weiter. Hier war auch dieser. Hm. Sieht aus wie ein Rätsel. Oh, okay. Welche wir auf- und zulassen müssen. Auf. 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 Ich will trotzdem nochmal hier gucken. Ah, ja, sind wir durchgekommen, ne? Es ist exakt das Rätsel wie bei Silent Hill Arche Miller. Okay, den links oben. Okay. Links oben, zwei frei. Okay. Megamind. Okay. Oh Gott, fuck you! Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh, eine Leiter. War die gerade schon da? Oh, danke. Bewegung nach oben. Oh, Treppe. Wir haben noch den Treppenschlüssel. Wir hatten den Treppenschlüssel. Okay. Mal eben das Lampenwasser aufgefüllt. Safe Game. Okay. Nice, nice.
Platten gibt's ja auch noch. Was ist denn hier? Uhrzeit. Oh, shit. Mach aus! Oh, nochmal dieser Hebel. Ich glaube, ich sollte diesen Raum extrem sorgfältig durchsuchen und ein Foto machen. Okay. Ah, ja, da ist ein Kreuz, alles klar. Können wir noch was gebrauchen hier? Eine gleiche liegt da. Ein Foto von My Memories. Das ist immer das Geilste hier. Okay, was hat es jetzt gebracht? So hier. Ja, wir können ja springen, habe ich ganz vergessen. Okay. Mehr Bilder, die wir gerade machen können. Ich lasse mal gerade. Ich bin eher so der gerade Rücktyp, der gerne Bilder gerade rückt. Warte mal, hier, Hebel. Ah ja. Links können wir da nicht runterfallen. Oh, eine Sicherung. Okay. Ich weiß auch, wo eine Sicherungsbox ist. Also ein Sicherungskasten. Bisschen vorsichtiger. Was passiert hier? Du musst deine Videokamera aufbauen, um zu finden, auszufinden, was hier passiert. Du musst zwei Stellen finden, wo du sie aufbauen kannst. Okay. Zwei Stellen, wo ich sie aufbauen kann. Woher soll ich denn wissen, wo ich sie aufbauen kann? Das kann ich jedenfalls noch nicht aufmachen. Ist hier eigentlich noch eine Sicherung? Vielleicht hier oben drauf? Wo soll ich denn wissen, wo ich die... Ach, da vielleicht. Oh, toll. Ah, und da vorne. Das ergibt sogar keinen Sinn. Ach so, jetzt können wir wahrscheinlich am Monitor hinten gucken.
Nee, der Monitor ist weg. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich hätte gesagt, zum Monitor. Aber der Monitor ist nimmer da. Wahrscheinlich liegt wieder irgendwo ein Schlüssel rum, der getarnt ist. Wir wussten es ja. Wir wussten es ja! Ist schon wieder dunkel. Oh, der Raum wird immer kleiner hier. Der klopfe da. An dieser Tür. Oh, oh, wir dürfen raus. Und hier? Jetzt einfach mal großen Respekt vor diesen Türen. Ich baue noch einen Hebel. Alles, was ich bekam, meine Dusche. Mit Blut drin. Die alle auseinanderfällt hier. Was ich ganz cool finde, das sind immer dieselben Räume so, nur halt versetzt. Das ist halt schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass... Hm, vielleicht sollten wir dieses Ding bewegen. Dieses Ding bewegen? Ah. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel zum Labor. Tür ist weg. Mal wie. Jetzt habe ich einen Schlüssel zum Labor, aber keinen. Guck mal hier. Kann ich für ein Rohr benutzen? Jetzt muss ich noch ein Rohr finden. Wahrscheinlich da, wo es tropft, hier irgendwo. Kann ich abziehen? Ich bin
so enttäuscht. Das habe ich nicht zugemacht. Okay, für welches Rohr ist dieses Ding? Oh, wir können ja zurück. Aber warte mal, ich muss doch ein Rohr abdichten. Ich kann nicht genau lokalisieren, wo das Getropfe herkommt. Irgendwie von überall. Also egal. Wir können da wieder raus. Das ist das Wichtigste. Wir kommen wieder zurück. Und wir haben einen Schlüssel für das Labor. Vermutlich das hier. Nein. Mehr Blut. Okay. Ich glaube, du solltest vorsichtig die Wände untersuchen und ein Foto machen. Okay. Aufmerksam. Aufmerksam die Wände untersuchen. Es ist gut, dass das Spiel dir immer wieder sagt, was du tun musst. Sehe ich keine Kreuze. Doch, doch, da. Es hängt auch schief. Okay. Tot. Oh, kein Film mehr. Ich muss einen neuen Film einlegen. Hier, da, bitteschön. Na komm schon. Was zum Teufel geht hier vor? Ich muss meine Kamera aufsammeln und hier entkommen. Das sagt er sich jetzt, nach all dem, was wir hier erlebt haben. Okay, hier, hier. Ausgang. Okay, alles klar. Ach, wie schön. Der Geist will spielen. Er ist ein kleines Spielkind. Ist eine Tür. Leuchtet was?
Saving Game. Kein gutes Zeichen. Ist auch noch der Schrank umgefallen. Das haben wir jetzt davon. Oh, ein Häufchen Aas. Okay. Hey, Polaroids. Super. Und Lampenöl. Na, Bett? Ist das ein Spinnenweben oder freust du dich so, mich zu sehen? Okay, da hinten. Ach, da hinten ist eine Tür. Aber ich latsche schon mal hier alles ab. Hier ist eine Flugtür. Welches Foto war das? Mary S. 1989. Okay, das sind meine Fotos. Jumpscare? Da. Könnte man runter? Vielleicht? Jetzt keinen anderen Ausweg mehr finde. Die ganz tollen Fotos, die ich gemacht habe hier. Mann, an mir ist echt ein Künstler. Das ist mein Lieblingsfoto. An mir ist echt ein Künstler verloren gegangen. So aus, als ob da irgendwo eine Seite aus Dr. Richards Tagebuch sein muss. Okay. Das ahnen wir einfach mal so. Dann gucken wir mal, ob hier möglicherweise irgendwo eine Seite von Dr. Richards Tagebuch ist. Hier ist noch ein Foto. Vielleicht müssen wir... Hallo? Ach, wir können ja springen. Vielleicht müssen wir doch noch da den Fahrstuhl runter. Hier sehe ich nämlich nichts. Ach da! Ist ja da Heizung. Alles klar. Heute haben sie eine Familie mit Kindern mitgebracht. Michael ein Jahr alt und Mary 5 Jahre. Ich will nicht eine neue Version der Droge oder des Medikaments ausprobieren, um sie zu, um ihnen weh zu tun und sie leiden zu sehen. Alle die, die gestorben sind in diesen Wänden, kommen zu mir und reden zu mir. Sie wollen irgendwas sagen, aber ich verstehe nicht, ob es ein Traum ist oder nicht. Die Stimmen werden mehr ja, real und konsistent, ja. Dieser Ort hat irgendeine Art von schrecklicher Energie, das sich von der Energie der Lebenden ernährt. Was ich tun kann, ist wenigstens diese Kinder zu retten. Okay. Nehmen wir mit für die Story. Darunter komme nicht. Vielleicht wieder ein Kreuz irgendwo. Jetzt ist es wieder so dunkel. Kann man vielleicht da hoch? Auch nicht. Kann man da drücken jetzt? Auch nicht. Kann man da durch jetzt? Auch nicht. Okay, du musst wieder die Kameras aufsetzen, um aufzunehmen, was hier passiert. Suchen wir mal die roten Leuchtepunkte, wa?
Doch jetzt weiter. Ich denke, es wird Zeit, ein Foto aufzunehmen. Oder wieder irgendwo ein... Wieder irgendwo ein Kreuz. Aber wo? Ist das jetzt schon wieder dunkler geworden? Es tut mir leid. Nein, es ist immer noch gleich. Das Spiel. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird immer dunkler. Okay, ein Foto aufnehmen. Aber von wo? Von was? Wieder Licht, Ladies and Gentlemen. Hä? Hat anscheinend nicht gereicht. Nochmal. Ist immer noch da. Kann ich das nicht wegfotografieren? Vielleicht gibt es noch ein anderes, was ich zuerst fotografieren muss? Verstehe es nicht. Da habe ich keinen Film mehr. Boah, dann bei solchen Sachen denke ich immer, es ist ein Bug und jetzt hängen wir schon so lange im Spiel. Und ich hoffe einfach, dass es kein Bug ist. Was ist das? Ah. Wir müssen hier Kerzenständer oder sowas aufbauen. Ah, okay. Warte mal, hier war doch noch eins. Alles klar. Eins, zwei, vier Stück müssen wir. Ich muss das erleuchten. Oh. Servus. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich suche nur einen Ständer. Oh, nein, einen anderen. Muss doch noch mehr von den Dingern geben. Da bin ich doof. Hand aus der Hose.
Okay, wo sind die anderen? Oh, ein Foto. Zumindest eine Kerze habe ich gefunden. Okay. Vielleicht finden wir noch eine. Warte mal, vielleicht können wir ihn anzünden. Da liegt auch noch eine. Ah, und noch ein Kerzenständer. Hä? Wo ist er hin? Ach, da. Okay, können wir das... Können wir anzünden? Ah, guck mal. Okay, haben wir zumindest mehr Licht. Okay, wir suchen noch mehr Kerzenständer und noch mehr Kerzen. Die irgendwo hier liegen müssen. Weiß der Teufel wo. Zumindest habe ich noch eine Kerze gefunden. Oh ja, warte mal. Oh, und noch ein Kerzenständer. Alles klar. So, ich glaube, dann haben wir alle Kerzenständer. Oder? Ja. Brauchen wir noch zwei Kerzen. Eine lag da im Schrank. Die letzte wird bestimmt abenteuerlich. Und noch eine Kerze. Ladies and Gentlemen, ich suche die letzte Kerze. Die letzte Kerze in diesem Raum. Das wäre ein Traum. Ah ja. Das war ja einfach. Ich habe schon bessere Spiele gespielt. Alright. Aber interessant zu sehen, was man halt alles mit dieser Engine machen kann. Das ist, habe ich durchaus nette Ideen. Aber wahrscheinlich müsste ich da mal so ein, zwei Jahre Pause machen mit YouTube. Peaks, 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 peaks. Ja, okay. Ich muss einen Weg herausfinden. Vielleicht durch diese Tür. Nein, das wäre zu einfach. Fahrstuhl. Was? Wer seine Kameras nicht mitnehmen? Er sagt gerade noch, komm, ich muss abhauen und dann... Ich hab da noch dieses Rad hier, ne? Oh, toll. Ah, okay. Vielleicht können wir das Rad hier irgendwo einsetzen. Ist zumindest eins. Hey, vielleicht können wir auch hochklettern anstatt runter. Huch! Nein, das wäre zu einfach. Okay, wir klettern runter. Wird schon der richtige Weg sein hier.
Ah, dafür brauchen wir das Rad. Gutes Rad ist teuer. Ein Glück haben wir es gefunden. Ich einfach mal zu spät die Jumpscares sehe. Wir brauchen das Rad. Oder noch ein Rad. Können wir es wiederholen. Eine an. Kann ich es nochmal mitnehmen? Sicher ist sicher, ne? Okay, jetzt können wir es nicht mehr mitnehmen. Ich stehe irgendwie neben der Leiter. Beside myself. Ha, ha, ha. Ach, endlich. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Okay. Wird eh gleich angehen. Oh, hier. Foto. Oh, ich habe es nicht gelesen. Nee, war ein Film. War einfach wieder ein Film. War kein Foto. Schnauze. Okay. Hui, oh, oh, da ist ein Brief drunter. Wie kriegen wir den? Oh, einfach so, alles klar. Tagebuch von Dr. Richards. Diese Stimmen sind um mich und überall. Sie lassen mich nicht schlafen, sie jagen mich. Sie versuchen mein Geisteszustand und meine Beurteilung auf ihr Willen umzulenken. Ich weiß nicht, wie lange ich noch aushalte. 8. Okay. Steht auf allen Tagebuchseiten eine Zahl? Scheiß Bilder. Wir wussten ja, dass es passieren würde. Jedem Scheißguckloch hier. Der Junge! Oder auch nicht. Ich bin eh der Junge. Hoffentlich trete ich dich drauf das nächste Mal. Was ist das da? Können wir nicht nehmen. Oh.
Immer wieder derselbe scheiß Jumpscare. Achso, man muss dazu sagen, es ist das erste Spiel von diesem Entwickler. Ich wollte mal eben hier mein Öl nochmal aufladen. So. Ach, eine Sicherung. Mal sehen, wo wir die einsetzen dürfen. Ich erinnere mich, hier einen Sicherungskasten gesehen zu haben. Ja gut, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht die nächste Tür. Ah ja. Ah. Ach, ich wusste gar nicht, dass es eine Standuhr ist. Kann ich gar nicht genug Lampenöl haben. Herr des Feuers. Sehr schön. Okay, die Nachtschale lasse ich mal hier. Was ist sonst irgendwie was hier? Wahrscheinlich nicht. Ah. Der Ball ist wieder da. Oh. Na, endlich die Treppe. Oh, hier, Sicherungskasten. Na, ist schon gut. Meine scheiß Kameras noch aufsammeln. Die kriegen mich nicht mehr. Man weiß eh, dass hier alle 2 Minuten Jumpscare kommt. Hi. Oh. Das ist mal ein großes Schloss. Ach, das ist für den Schlüssel. Nice. Hier noch was? Wie die alle fliegen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Es ist dunkel hier drin. Ich muss den Strom anmachen. Ey, das ist der hellste Raum im ganzen Spiel. Willst du mich verarschen? Ein Glück habe ich gerade eine. Feinste Switch, finde den Hebel. Leg mich doch auf. Die ist da draußen, da was leuchtet. Ja, ich guck erstmal hier. Oh, hier, Schränke wieder. Loot. Ich verstehe schon, wir müssen zum flackernden Licht. Okay, wo ist jetzt der Hebel? Da. Bin schon dran vorbeigelaufen. Ah, endlich. Sofern ich das verstehe, soll es die letzte Seite vom Tagebuch sein.
okay. Das ergibt einfach keinen Sinn. Finde die Seite von Dr. Richards Tagebuch. Ich glaube, wir müssen in den Schränken gucken. Vielleicht ist die Note da. Die hab, da habe ich doch gerade schon... Ich habe doch gerade schon in den Schränken geguckt. Ah. Unter den Schrecken. Ah, okay, alles klar. Tagebuch von Dr. Richards. Am Anfang war das Ziel dieser Institution was Gutes, aber nachdem wir ein paar neue Medikamente getestet haben, an Tausenden von Leuten, die anfingen, schmerzvoll zu sterben, nicht mehr. Nach einer Weile ist dieses Gebäude eingeweicht in Leiden und Schmerz von menschlichem Fleisch, dass es nicht mehr länger ohne es auskommt. Ich habe es immer noch geschafft, Michael aus dieser diesem verdammten Ort zu bringen. Durch den Keller. Ich hoffe, sie werden ihn finden. Und er wird eine neue Familie finden. Er ist immer noch klein und will vielleicht nicht die schrecklichen Dinge, sich an die schrecklichen Dinge erinnern, die seine Eltern erfahren haben, während er hier war. Und nach all dem, nach all diesen Taten, kann ich nicht länger leben. Also in den Keller, warum nicht? Ich bin doch Michael. Finde die letzte Seite. Tagebuch des Arztes. Ich dachte, das ist die letzte Seite. Ach, ich muss sie mitnehmen. Nehmen Sie mit. 10. Ah, wir hätten vielleicht mehr. Vielleicht gab es noch mehr Seiten. Interessieren. 10. 8. 1. Ey, keine Ahnung. Frag mich nicht. Schlüssel zum Ausgang, alles klar. Aha, von wegen Ausgang. Yeah.
Ich verpasse immer. Hey, da ist er doch. Junge. So sieht er von vorne aus. Nice. Niemand hat Michael jemals wieder gesehen. Nach einer Weile haben seine Kollegen ein Statement der Krykov Alexander entwickelt. Ja. Hey, wir haben es geschafft. Okay, das war Beside Myself. Ich musste gerade echt überlegen, wie der Titel hieß. Ja, ich fand es nicht so gut, aber fürs erste Spiel, was der rausgebracht hat, war es okay. Viel getestet wahrscheinlich, was man mit der Engine so machen kann. War ein Jumpscare-Fest und ja, ich werde den Entwickler auf jeden Fall im Auge behalten. Ganz oft entwickeln sich solche Leute, ja. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann ist das Beste, was ihr natürlich tun könnt, sein Spiel kaufen. Und ja, ich sage einfach mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe es ganz angenehm rübergebracht. Das Spiel, was leider nicht so gut war. 3, 2, 1 und Beside Myself. Loading. Ja, das war's. Alles klar. Ja. Damit verabschiede ich mich mit den Worten nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.